eurem Herzen spüren sie, dass das nicht richtig ist, was sie machen. Nein, dann doch lange noch mal wach, dann doch wohl wach, was hier läuft. Das ist doch nicht normal. Unbeschadet davon sind sie nach dem Landesgesetz für den Schutz von Sonn- und Feiertagen sind öffentliche Versammlungen verboten. Auch die Corona-Verordnung verbietet aktuell Menschenansammlungen. Aus diesem Grund fordern wir Sie auf, die Örtlichkeit innerhalb von 15 Minuten zu verlassen. Wir werden bei denjenigen Identitätsfeststellung durchführen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, die sich der polizeilichen Anweisung widersetzen. Zudem werden wir Platzverweise erteilen. Das war die dritte und letzte Durchsage. Die Polizei beginnt jetzt mit ihren Maßnahmen. Mal eben los. Wir singen. Den Einsatzleiter, sind viele Einsatzleiter. Freiheit! Keine Diktatur! Frieden! Freiheit! Demokratie! Frieden! Freiheit! Demokratie! Frieden! Freiheit! Demokratie! Frieden! Das haben wir hier nichts zu tun. Frieden! Schon in meiner Kindheit habe ich am Volkstrauertag Opfern des Faschismus gedacht. Ich möchte gerne den Opfern des Faschismus gedenken. Ich werde keine Rede halten, ich werde mit niemand sprechen, ich möchte hier dem Feiertag angemessen das machen. Lautsprecherdurchsagen sind nicht dem Feiertag angemessen. Heute ist ein stiller Feiertag. Ich bitte die Polizei, das zu beachten. Das ist keine Sache. Ich habe gesagt, ich gehe zum Friedhof und möchte den Opfern gedenken. Und ich habe nicht gesagt, irgendjemand soll mitkommen. Das ist nicht vertraulich, das ist öffentlicher Raum. Ich rede ja hier über eine Entfernung, Herr Wolfsberger. Ich muss aus Landau raus. Ich muss aus Landau verlassen. Abschiebung funktioniert nur bei Einheimischen. Okay. Also selbstverständlich beuge ich mich der Polizei. Deutsche Staatsbürger könnt ihr abschieben. Ich habe einen Platzverweis bekommen, ich muss Landau verlassen. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich am Volkstrauertag ganz einfach eine Versammlung mache, um den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken, weil am 18.11. ein Ermächtigungsgesetz ganz einfach in Kraft gesetzt werden kann, was fast wortgleich dem von 1933 entspricht. Und natürlich folge ich der Gewalt der Polizei, die gesagt hat, ich muss in diese Richtung Landau verlassen. Das werde ich tun. Ich werde jetzt auf den Hinweisschildern auf der Straße gucken, wie ich aus Landau rauskomme. Sicherlich hilft mir auch die Polizei dabei, den Weg zu finden. Wo geht's am besten nach Landau raus? Ich muss da zu Fuß raus. In die Richtung, vielen Dank. Für das deutsche Vaterland. Nein, muss laufen. Du musst laufen? Nein, ich muss hier raus. Kürzeste Strecke hier raus. Musst du rechts Richtung Bahnhof. Rechts, okay. Da geht's raus. Ja, ich gehe raus aus Landau. Wo ist der Samuel? Samuel ist da hinten, der hat ja keinen Platzverweis. Ich glaube, der bleibt noch da. Frieden, Freiheit, Demokratie!
Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit! Polizisten, stellt euch vor, eure Mutter steht hier und ein Polizist sagt zu der Frau, halt die Fresse. Da fehlt mir jedwedes Verständnis, da bin ich nur sprachlos. Wie weit ist das hier gekommen? Wenn hier eingekesselt werden, keine Meinung mehr sagen dürfen, das ist furchtbar. Ich bin entsetzt. Ich finde es toll, dass hier in Landau mal so viele Leute Gesicht zeigen, weil meistens trauen sie sich nicht. Und das wundert mich eigentlich auch nicht, weil was in Landau los ist, ist ziemlich erschreckend.